Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Mass Effect 2 und zwar mitten im Dialog. Es tut mir leid, wir haben letztes Mal mitten im Dialog aufgehört oder am Anfang des Dialogs, weil die letzte Folge viel zu lang war, die doppelt so lang, wie sie eigentlich sein sollte. Passiert ist im Großen und Ganzen, der Unbekannte hat uns auf ein Schiff geschickt, der Kollektoren, und hat gewusst, es ist eine Falle. Wir sind dorthin und haben wichtige Daten besorgt und hinterher hat er gemeint, ja, er hat auf meine Fähigkeiten vertraut, dass wir das schon überleben werden und sowas. Und ja, jetzt habe ich das der Crew erzählt und die sind natürlich ein bisschen sauer und wir gucken, wie sie reagieren. Die nächste Quest wird uns weiterführen zu einer ähnlichen Geschichte, nämlich ein verlassenes oder ein deaktiviertes Reaper-Schiff. Diesmal keine Kollektoren, sondern Reaper. Wir haben auch erfahren, dass die Kollektoren ursprünglich Proteaner waren und dann eben von den Reapern zu Kollektoren umgewandelt wurden, verändert wurden irgendwie. Also die Reapers sind ja die endgültigen Bösen irgendwie und jetzt sollen wir auf so ein verlassenes Reaper-Schiff gehen. Das wird bestimmt spannend. Dort hoffen wir, ein FFS-System zu finden, ein Freund-Feind-System. Das brauchen wir wohl, ich habe es aber nachgelesen, um die Normandy mit diesem Ding auszurüsten, und mit diesem FFS können wir durch das Omega-4-Portal springen, das uns in die Heimatwelt der Kollektoren bringt, wo wir sie dann bekämpfen können. Genau. Wo diese Heimatwelt ist, oder wo, vor allem wo das Omega-4-Portal ist, haben wir jetzt letztes Mal erfahren, auf diesem Kollektorenschiff. Aber wir brauchen jetzt eben noch dieses FFS und das finden wir wohl auf dem verlassenen Reaper. Klar soweit? Gut, da gucken wir mal. Also, Mardin ist sauer über den Unbekannten, hat uns belogen, uns benutzt, braucht in Zukunft auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Okay, also der sieht's ein. Der sieht's ein, dass es sinnvoll war oder dass es halt ein kalkuliertes Risiko war. Von daher, ja, es gefällt mir trotzdem nicht. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Och je. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Im Zentrum der Galaxie. Das kann nicht stimmen. Lassen Sie mal das Diagnoseprogramm laufen, Joker. Unsere VI hat anscheinend einen Software-Bug. Meine Berechnungen sind korrekt. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich innerhalb des Kerns der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Sovereign schon. Perfekte Verteidigung. Ja, da geht keiner so gern hin, dann. Tja. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Wir brauchen ein Team. Aha. Natürlich brauchen wir ein Team. Das Ding ist unsere beste Chance, durch das Omega-4-Portal zu kommen. Wir müssen es versuchen. Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Na gut. Das ist ja klar, das wollte ich die ganze Zeit schon. Da sind wir die ganze Zeit schon dran, neue Leute ins Team zu holen und denen ihre Loyalitätsquest zu machen. Gut, wir schieben es auf. Ich hoffe, dass ich die Details nicht vergesse. Ich muss sie mir aufschreiben für diese Quest. Und wir gucken nach dem Team. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Na dann. Ja gut, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich glücklich mit meinem Team, aber ich will nicht irgendwelche Leute verpassen. Das wäre schon schade.
Schadensschutz. Okay. Also wir raus. Wir gucken, ob wir irgendwas forschen können. Und da gucken wir nach tiefen Geschichten. Ich wollte eigentlich auch mit Garrus sprechen, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. War der da? Wir gucken nach tiefen Geschichten. Schrotflinte. Nein! Schadensschutz. 20% auf Schilde, Barrieren, Panzerung. Aha. Lauter Schrotflintenzeug. Na gut, dann mal diese. Nee, stopp mal. Nein! Hier, das da. Das ist für uns alle was Gutes. Okay. Dann schauen wir eben, wie es für den Teamgeschichten aussieht. Oh Gott. Es ist noch so viel zu tun hier. Auge um Auge, das war Garrus. Tali, sollen wir rekrutieren? Wir sollen die Justikarin rekrutieren und den Attentäter. Dann sind wir wohl vollständig. Sollen wir also nach Tali mal schauen? Wir kennen die aus Mass Effect 1. Nach Hestrom fliegen. Die quarianische Technikerin wurde früher als Tali Zora Naharaya geführt und erhält ihren heutigen Namen, nachdem sie vor 2 Jahren Shepard beim Kampf gegen Saren geholfen hat. Tali ist derzeit für den Admiralitätsrat der Migrantenflotte in geheimer Mission auf Hestrom tätig, mitten im Gebiet der Geth. Gut, gut, das waren wir jetzt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Wieso hat Ihr Einblick auf meinen E-Mail-Account? Unfassbar. Von Elkots Mailverteiler. Ein Drell lag im Ozean im Sterben. Er hatte das Corporal-Syndrom und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeigten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite. Was? Leiten Sie diese Nachricht an 6 Wesen aus Ihrer Bekanntschaft weiter, damit Sie Ihr größter Wunsch erfüllen. Löschen! An Grunts Commander von Schamane Ördnot. Verdammt, ich hasse diese Dinge, aber Sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Grunt und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er im Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen. Aber unser Volk stirbt. Für Kogala war das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir Ihren laborgezüchteten Grunt. Okay, er war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan und das kann man von den meisten auf diesen Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten Sie alle getötet werden, werde ich auf Ihre Gräber pissen. Schamane hört dort. Gut, passt. Update über die Anlage auf Pragia. Wir kontaktieren Sie auf Anweisung des Unbekannten von Cerberus Geheimdienst. Sie sollen wissen, dass er vor der Revolte die Einstellung des Projekts Subject Zero befohlen hatte. Alle Mitarbeiter von Cerberus. Als die Mitarbeiter eintrafen von Cerberus, waren alle Wachen und die meisten Subjekte tot. Alle überlebenden Kinder wurden medizinisch behandelt, erhielten milde Amnesiemittel und wurden als Überlebende von Angriffen durch Sklavenhändler in verschiedene Allianzeinrichtungen übergeben. Die wenigen überlebenden Ärzte wurden aufgrund ihres Verhaltens während des Projekts zwangsverrentet. Gemäß ihrem Bericht wurde die Anlage auf Prager zerstört. Gut. Schön. Danke von Leslie. Ich war auf Aya. Das machte mich krank, die erste Hilfe jetzt. Achso, genau, das war diese Jacob-Quest. Ein Arzt kennt Jacob. Er sagt, er kann Ihnen das sagen. Er kann das für mich schreiben, aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Er wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Achso, genau. Ich bin nicht schwach, er hat ein Ding angetan. Gut, schön. Freut mich. So, weiter geht's. Tali rekrutieren. Auf Hestrom. Was sind wir doch da? Zurück zum Portal. Sonden fassen haben wir noch. Tali rekrutieren, ganz da hinten. Da sind wir. Ja komm, wir gucken trotzdem hier ein bisschen auf dem Planeten rum. Wir haben es ja nicht eilig. Mittel. Sonde gestartet.
Sonde gestartet. Starte Sonde. Ja. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Nee. Sonde gestartet. Niedrige Ergebnisse. Ich kaufe ja auch nie ab, das lohnt sich. Lahm! Lahm, das wollen wir nicht haben. Gut. Oh. Der Planet ist schön dicht an seiner Sonne, die wollen wir uns mal anschauen. Hoch! Ich habe das Gefühl, die Planeten, die dicht an der Sonne sind, die sind ergiebig. Oh ja. Mein Sonde gestartet. Nicht übel. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Das ist ein Ausschlag hier. Mein Gott. Starte Sonde. Sonde gestartet. Element Zero, unglaublich. Sonde gestartet. Na, das ist ja geil. Nicht schlecht. Meine Güte. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Komm, alles raus. Sonde unterwegs. Mann! Sonde gestartet. Das lohnt sich richtig hin. Sonde unterwegs. Jetzt kommt leider nicht mehr viel bei rum. Sonde gestartet. Bisschen Platin noch. So, ich würde sagen, es reicht. Das war sehr ergiebig. Sehr schön. Also, rüber geht's. Dali. So, was haben wir denn hier? Hestron war früher eine quarianische Kolonie, die die Phänomene auf Dolen, dem Stern des Systems, beobachten sollte. Dolen schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einen roten Giganten wurde befürchtet. Oha. Okay. Hestron wurde 1896 CE von den Geth übernommen. Kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seinen angegliederten Raumstationen ab. Die einzige Reaktion der Geth auf die mögliche Bedrohung durch Dolen in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Also die haben nicht so viel Angst. Die Magneteruption und die Sonnenstrahlung von Dolen lassen dort praktisch keine Kommunikation zu und es ist unklar, wie die Geth dieses Problem gelöst haben. Scans von Spionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Hestrom in großem Maßstab gebaut wurde und dass sich tausende von Geth-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Geth-Software-Bewusstseinen dort aufhalten. Puh, wie viele Geth sich auf der Planetenoberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Dolen mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans aus der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnungen auf Basis der Abbau-, Raffinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Geth legen nahe, dass der Planet nur etwa 20 Jahre lang genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind. Geheimdienstexperten spekulieren, dass die Geth deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in Reserve halten wollen. Hinweis für Reisende: Hestrom ist eine Hochburg der Geth.
Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Tarntechnologie sind bislang unbeschädigt aufs Gebiet der G zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Los geht's, auf geht's. Action. Gut. Wir konnten jemanden mitnehmen, den Tali kennt, das wäre Garrus. Mein Gott. Jetzt habe ich Tali mit Kasumi eigentlich verwechselt, wegen dieser Kapuze. Sonst kennt sie, glaube ich, niemanden. Dann nehmen wir die mit. Wobei, ich weiß nicht, schleudern die beide durch die Gegend? Dann nehmen wir ihn mit. So. Dass Garrus auch mal wieder ein bisschen Gassi gehen kann. Okay. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Puh, okay. Ja, die Sonne, hieß es ja, es wird befürchtet, ui. Dass sie sich verfrüht in einen roten Giganten verwandelt. Und das heißt, es ist sehr heiß da. Uncool. Was machen wir jetzt? Schnell weiterlaufen. Schande, ey. Eieiei. Die Schilde überhitzen, Shepard. Wenn wir im Schatten bleiben, dürfte es kein Problem geben. Ach, sag bloß, Trottel. Mein Gott, das ist heftig. Also, Sonnenbaden können wir hier machen. Wer richtig schön braun werden will, der kann hier auf diesen Planeten kommen. Gut, die Dinge laufen hier nicht besonders gut. Okay, rein da. Geth-Landungsschiff im Anflug. Da geht's schon los. Da sind sie schon. Ups, habe ich meinen eigenen Trottel jetzt... Brand. Nicht zu bieten. Okay. Mehr hast du nicht zu bieten. Gut, wo müssen wir hin? Irgendwie darüber. Ach du Scheiße, ja, muss echt aufpassen. Wo ist er? Da war doch rechts irgendwo noch einer. Ja, was stehst du da rum, du Trottel? Sehr fies mit der Sonne, aber cool. Dem was aufpasst hier, in der Sonne herumzulaufen. Ich habe Angst, dass ich da vorne keine Deckung mehr habe und dann in der verdammten Sonne stehen bleiben. Eure Schlagschuss ab! Ja, ich glaube, wir gehen mal nach vorne. Heftig. Und weiter. Da steht bei einer Sonne rum. Es muss einen besseren Weg hier durchgeben. Wir verbrennen. Ja, da gehen wir rechts rum. Geht nicht. Schwer. Damit lässt sich was anfangen. Da kommen wir hoch. Setzen! Ja, hier ist besser. Ja.
Ah, Scheiße. Oh lala. Dann macht sie fertig. Kommt ihr mal hoch hier, Heinis. Jo. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ah, da ist er. Hör mal. Oh. Ich werde zum Barbecue. Hier. Das darf nicht wahr sein, ey. Hart! Das ist echt heftig. Keine Munition mehr, oder was? Schon wieder. Jetzt fahren wir da vorne. Kurz zum Kran dahin laufen, da ist irgendwas grün. Gehst du mal weg, Tante? Ja, für Iridium lasse ich mich braten. Oh, kommt mal her, ihr Heinis. Oh! Scheiße, die stehen hier hinten wahrscheinlich rum. Ich hab sie dort positioniert. Kommt mal her! Versammelt euch bei mir, ihr Trottel. Unterwegs. Stehen ja die ganze Zeit da oben rum. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich, wie ich das rückgängig machen kann, dass die wieder hinter mir herlaufen. Nicht, dass die jetzt ewig für immer und ewig da hinten stehen bleiben. Ah! Gut. Achso. Ja, ich habe keine Munition mehr. Blöd. Eine neue Waffe. Cool. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben Zeug gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Gästen entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Sonarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Aha. Ihre derzeitige Position? Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Achte Tali in ein Versteck. Bin dann zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn sie sich rausholen, halten wir den Feind von ihnen fern. Gut, lebt sie noch? Ja. Sie scheinen noch zu leben, sonst würden sie wohl nicht beschützen. Sie wollen sterben wegen ein paar Forschungsergebnissen? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tali und die Daten zu schützen. Wenn sie sich rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Gut. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Gut. Autsch. Und das da oben drauf, super. Sprengladung. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der Quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf meine Hand. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutz zu entfernen. Der kommt mir ein bisschen nahe hier. Ich habe keine beknackte Munition mehr. Doch, Moment mal, was ist? Tempest. Schwach wie manche. Volle Deckung! Holy shit! Das Ding rattert ja raus, ey! Krank! Sehr gut! Da kommen sie! Okay, das ist tatsächlich unpräzise. Wow. Perfekt.
Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Boah. Sehr gut. Gehen wir da mal hin. Oh! Oh, weg, oh, weg! Tante! Oh mein Gott, voll reingelaufen. Das darf nicht wahr sein. Ich... Autsch! Eieiei. Was fängt so eine Tarnung an? Betäubungsschuss ab! Wumms! Cool, das sieht besser aus. Falsche Waffe. Ach Mensch, echt, das wird aber auch ständig hier getauscht, das nervt. Sprengladung, genau. Die sollten wir suchen. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Theorum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Aha. Oh! Oh, ratatatata. Alter! Was hat er da? Meine Schilde! Alter! Alter! Der hat ja Schaden gemacht, ey. Schande, ey. Gut, wir holen uns die Munition. Keine Ahnung, wo wir weiter müssen. Da kommt noch mehr. Ist zu fassen, ey. Welches ist das Richtige? Das da. Das hat immer wieder Spaß. Eure Betäubungsschuss ab! Geht schon. Mann, das Gewehr ist der Hammer. Sehr geil. Oh, das ist hier gefährlich, da ist wieder Sonne. Labyrinthe, super. Da ist sie. Zweite Sprengladung. Sehr gut. Was war jetzt damit? Oh oh. Oh, da kommt wieder so Ärger im Anmarsch. Du warst nicht so. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Scheiße. Ja, dann pass halt du auf, Trottel. Du musst doch. Ah, da.
Wande, Wande. Renne! Eure Betäubungsschuss. Ihr steht da nicht gut, liebe Leute. Muss da hochkommen? Ah, da hat er auch vor allem was für das Tagebuch. Au. Au! Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Tja, was ist da los? Soll er aber gerade auslaufen? Das könnte wehtun. Kein Problem. Alter. Was ist mit dem Stern passiert? Man weiß es nicht. Na gut. Liebe Leute, im Anbetracht dessen, dass die letzte Folge so extrem lang war, hören wir jetzt hier an dieser Stelle auf, obwohl wir mittendrin sind gerade. Wie gesagt, geht's weiter. Ich bin gespannt, was wir entdecken werden. Es wird mich besonders interessieren, warum dieser Stern stirbt. Viel zu früh anscheinend. Ja, vielleicht erfahren wir das. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.